Moin Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo. Mit Sicherheit haben einige von euch mitbekommen, dass CSGO ein Update bekommen hat. Und zwar, dass man nicht mehr kostenlos Zugriff aufs RP-Ranking und gerankte Matches hat. Und ja, Grund dafür ist laut den Entwicklern von Counter-Strike, dass diese Maßnahme etwas gegen Cheater oder Spielverderber in dem Sinne machen wollen oder wollten, aber ja, seht selbst. Meine Meinung ist dazu folgende, und zwar, dass ich eher gegen diese Maßnahme bin, weil das wird die Spielverderber nicht davon abhalten, ja, weiter da Stress zu machen in den Spielen. Weil jeder gute Cheater zumindest wird trotzdem noch Zugriff auf die Spieldateien haben von CSGO und somit wird es die nicht abhalten, den Spielspaß weiter zu verderben, ne? Ich lese euch am besten mal was hier vor. Das überfliegen war. Genau. Nicht nur wurde das Spiel selbst wurde nachts kostenlos, neue Spieler haben seitdem auch Zugriff auf Gegenstandsfunde, Ränge und Skillgruppen und können sich die Spielsuche mit Prime Shadows kostenlos erspielen. Leider haben mit der Zeit vermehrt Betrüger und Nutzer mit störendem oder anstößigem Verhalten das Spielerlebnis sowohl für neue Spieler als auch für Veteranen beeinträchtigt. Aus diesem Grund ändern wir heute das Angebot für neue Spieler. Das ist praktisch das hier, was ich hier gesagt habe. Und ja, Trainingsspiel wurde vom Wettkampfspiel entfernt und mit ungewertetem Spiel ersetzt. Schaltet euch zum Importieren zur Workshop-Werkbank hinzugefügt, die eine TGA-Datei in eine VDF in eine VTF-Datei umwandelt. Wie der Name der TGA-Datei normal hält, wird die VTF-Datei mit der Markierung normal kompiliert. Ja. Ich finde es halt etwas sinnlos, die Maßnahme, weil wie vorhin schon gesagt, ne? Wisst ihr, wer gut zugehört hat. Dann zeige ich euch das hier mal, wie das so aussieht. Was weggenommen wurde und was hinzugefügt wurde. Genau, da hat das Spiel schon geladen. Also Startup-Menü zumindest. Und ja, hier seht ihr meinen Namen. Ich hatte Rang 3. Und den Rest müsst ihr hier euch mit Prime-Status kaufen. Für einmal 12,75, was ich nicht machen werde, da ich mir nichts für ein Spiel kaufe. Ja. Was früher kostenlos war und jetzt auf einmal Kohle kostet. Gut, 12,75 mag der eine sagen, ist jetzt nicht so unbedingt viel, was auch stimmt, aber ich gebe für so ein Spiel kein Geld aus, wenn es vorher schon kostenlos war. Geht bestimmt den meisten auch so.
Da wurde einiges entfernt. Ja, zum Beispiel hier. XP muss man da kaufen. Und man schaltet sich dann gerankte, also gestufte Spielgruppen frei. Hier seht ihr es nochmal. Dann bekommt ihr XP oder habt ihr die Möglichkeit, XP wieder grinden zu können. Ja, hier Waffenskins, die kein Schwein braucht, und hier halt die Skillgruppen. Und ja, ihr seht, meine Laune ist schon wieder im Abgrund, weil ja genau wegen diesem Update. Ich finde es halt eine kleine, ein bisschen Schweinerei von den Entwicklern. Die hätten es so machen sollen, dass so etwas wie ein Anti-Cheat-System machen sollen. Und zwar die cheaten entweder Perma bannen aus dem Spiel oder für eine kurze Zeit bannen. Versteht ihr? Und ja, so läuft das jetzige CSGO ab. Ich halte, wie gesagt, nichts davon. Eure Meinung würde mich mal in den Kommentaren interessieren. Könnt ihr gerne machen. Das soll es wie schon gesagt, mit dem Info wieder gewesen sein. Bitte nicht in den Kommentaren oder irgendwo anders anfragen, wann CSGO kommt. Muss ich sehen, aber ich denke so schnell erstmal nicht. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Wer es nicht verstanden hat, kann es sich selber noch mal hier einmal durchlesen. Ja, ich packe das auch noch mal in eine Videobeschreibung. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Video oder Stream. Bis dann.